Servus, liebe Schraubenblock-Fans. Wir haben heute, damit meine ich den Marco, der heute nicht dabei ist, leider, weil wir durch Corona nicht mehr nach Österreich kommen und er kommt nicht rüber zu mir, also bin ich aktuell alleine und werde euch heute den neuen HZ Hochvolt-Trolley vorstellen. Fuck, Mann, ich bin zu alt. Nö. Oh. HZ nennt ihn HZ 150-43. Ich nenne ihn Hochvolt-Trolley. Es geht doch, ich habe nur gespielt. So schwer ist er gar nicht. Yo, was hat Hochvolt bei uns in der Werkstatt zu suchen? Ja, das fragen wir uns alle, aber es gibt ja diese Autos, die mit Wasserstoff fahren oder mit Strom, Plug-in-Hybride und so weiter. Die arbeiten ja alle mit Hochspannung und deswegen darf man nur mit VDE-Werkzeug dran. Und ihr müsst auch dafür geschult sein, also für den Hobbyschrauber Finger weg von Elektroautos, aber ich glaube, ihr habt sowieso nicht die Finger dran an Elektroautos. Was wollt ihr da machen? Habt ihr nicht mal das Werkzeug dann daheim? Ach ja, wenn ihr jetzt Hobbyschrauber seid und ihr habt Lust auf diesen Koffer, gönnt ihn euch und dann könnt ihr, nein, dürft ihr nicht, ist verboten, macht's einfach nicht. Aber für den ausgebildeten HV-Schrauber, oder wie ich ihn nenne, Akkuschrauber, gibt es diesen geilen Koffer, ganz neu von HZ, mit einer 3/8 Zoll Ratsche, die, wow, VDE konform isoliert ist, bis 1000 Volt. Ja, und die Dinger haben wirklich 1000 Volt, also nicht 1000 Volt, aber ich habe einen Stecker in der Entwicklung gehabt, der hat bis zu 800 Volt ausgehalten für so ein Hochvolt-Auto. Weil die Stecker können wirklich fast 800 Volt übertragen. Ja? Also das ist zum Beispiel das Ding. Cooler Stecker übrigens. Ihr habt alles drin, was ihr braucht, wenn ihr an einem Elektroauto arbeiten wollt. Zumindest die Basic-Werkzeuge sind mit dabei. Eine 3/8 Zoll Ratsche. Verlängerung. Was man hier gut sieht, ist der Berührschutz. Weil der muss da sein, damit ihr da quasi die Ratsche drauf, also die Verlängerung reindrücken könnt, damit ihr euch nicht die Finger brutzelt. Ich glaube, das ist nicht so gut. Strom hört man nicht, Strom fühlt man nur. In Zeiten, als es noch gute Zündverteiler gab und gute Zündungen, da hat man noch die Kabel einfach nur so angefasst und dann, wenn du einen Schlag bekommen hast, so, oh, scheiße, da war der Marder dran. Das würde ich bei Hochvolt nicht empfehlen. Das bedeutet, wenn ihr vor dem Arbeiten feststellt, dass die Isolation kaputt ist, unbedingt ersetzen. Damit dürft ihr nicht mehr arbeiten. Gilt auch für die Chefs, die das sehen. Seid nicht geizig, kauft neu. Ihr habt ein Absperrband mit dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Meter ihr Abstand halten müsst zu so einem Auto, wenn es freigeschalten ist. Aber ich glaube, 1,5 Meter rund um das Auto. Corona-Abstand, ja. Heute wäre es der Corona-Abstand. Heute nimmst du halt Abstand vom Elektroauto. Kann man so sagen. Dafür ist das Absperrband, deswegen ist es hier drin. Das ist das erste Fach. Ist schön am Boden, hält super fest. Ratsche schaut auch richtig cool aus, wenn man so vergleicht, zack, zack, alles schön isoliert, also ich finde, die schaut sau cool aus, sau witzig. Könnte auch ein Kinderspielzeug sein, nein, das ist ein Hochvolt-Werkzeug, deswegen auch wunderschön in der Signalfarbe Rot. Habt ihr einen Kabelzwicker mit dabei, auch alles bis 1000 Volt isoliert, richtig geil. Alle Zangen eigentlich da. Und hier habt ihr die schönen HZ-Schraubendreher. Auch alle isoliert bis 1000 Volt.
Jo, da habt ihr alles mit drin. Zum letzten Fachel, oder vorletzten, warte, wir haben hier noch einen Cutter mit dabei. Damit könnt ihr die dicken Kabel abisolieren, wenn ihr die abisolieren müsst. Und jetzt, Obacht, Hochvolt. Ihr müsst das Auto kenntlich machen in der Werkstatt. Und solange es nicht freigeschalten ist, gibt es noch Obacht, nicht freigeschalten, Warnschild. Jo, so viel zu dem Koffer. Ich werde euch den Link in die Kommentare packen. Ich finde den echt, also ich brauche nicht sagen, HZ ist ultra geil verarbeitet. Und das sage ich nicht nur, weil das unsere Partner sind, sondern ich stehe einfach auf HZ. Das ist einfach geil. Und übrigens fällt euch auf, dass unsere neue Farbe HZ auch ziemlich ähnlich sieht. Psst. Vielleicht hat uns das gefallen. Vielleicht. Aber das werdet ihr nie erfahren. Also diesen Koffer, den braucht ihr in der HV-Werkstatt, wenn ihr quasi an Elektroautos arbeiten dürft, könnt, wollt, dann braucht ihr Hochvolt-Werkzeug. Und da hat HZ diesen ganz neuen Koffer auf den Markt gebracht. Ich finde ihn cool. Link haue ich euch in die Kommentare, wenn ihr ihn kaufen wollt. Super cool. Aber achtet auch darauf, dass ihr geschult seid und wisst, was ihr tut. Sonst lasst bitte die Finger weg von Strom. Dankeschön. Weil ich möchte euch alle noch behalten als Follower. Wenn ihr alle geblitzdingst werdet, dann ist es nicht gut. In diesem Sinne, liked das Video. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, ich kann euch das Werkzeug bis ins Detail erklären, aber das soll ja ein YouTube-Video sein und soll auch euch unterhalten. Ich hau euch die Links in die Kommentare rein und dann könnt ihr euch das dann durchlesen, weil das Wichtigste eigentlich dazu ist, dass es isoliert ist und ultra pornös ausschaut und alles drin ist, was man braucht. Ja? Also, lasst einen Kommentar da, liked das Video, folgt uns, kauft in unserem Merchandise-Shop ein, kauft unseren Schnaps ein. Bitte danach nicht an Elektroautos arbeiten. Und folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf überall. Dankeschön.